Servus und willkommen zur megamäßigen PvP-Session mit Raid-Waffen. Wir haben den Schwertbrecher dabei. Wir machen immer noch den Thorn-Bounty zum dritten Mal jetzt, bzw. zum vierten Mal sogar schon. Haben jetzt diese Raid-Waffe hier mit Void-Schaden bekommen, eine Shotgun. Da bin ich mal gespannt, wie die so im PvP ist. Ist leider noch null gelevelt, die Reichweite ist aus der Hölle, aber man kann die hier nochmal verdreifachen. Deswegen würde ich das jetzt nicht als endgültiges Fazit für die Waffe nehmen, sondern einfach nur mal, um zu schauen, wie die so ist. Was so mit der geht. Immerhin hat sie 6 Schuss, das ist schon mal gut für eine Shotgun. Hat ja einen Sepilog auf 300 dabei und die Lese gemaxt für PvP zumindest. Schaden noch nicht. Ist auch wurscht. Zur Not haben wir dann noch Breteds Rache auf 300 dabei, wenn es wirklich gar nicht mit der Shotgun geht, weil ich wirklich auch nicht so gut, der gute Shotgun-Spieler bin. Also haben wir jetzt hier Raid Gauntlets gerade gefunden, also Panzerhandschuhe. Wenn du einen der Schar mit Granatenfähigkeit ausschaltest, hast du die Chance, deine Sphäre das Licht erscheinen zu lassen. Das ist halt in Verbindung mit der Heilrüstung der absolute Wahnsinn. Wenn man 2 Granaten hat mit Lightning-Granate oder so oder die Impulsgranate, kann man halt da ordentlich Damage machen. Wir müssen jetzt natürlich umskillen auf. Ach so, sind wir schon. Verteidiger mit der Void-Granate, das haben wir schon. Wir benutzen wieder Waffen des Lichts, auch wenn ich nicht so wahnsinnig begeistert davon bin. Wir machen hier trotzdem Tempo. Erholung ist erstmal semi-wichtig. Das passt alles schon so. Während die Machtbarriere aktiv ist, ja, das passt. Spielen wir mal eine Runde mit neuer Raid-Shotgun. Die neue Raid-Sniper haben wir auch. Schwarzer Hammer, Scharfschützengewehr. 3 schnell abgefeuerte Präzisionstreffer füllen das Magazin auf. Das werden wir jetzt nicht benutzen, weil das Fähigkeit auch gar nicht freigeschaltet ist. Sonst würde ich tatsächlich mal hergehen damit versuchen, 3 schnelle Headshots im PvP zu machen. Möglich ist das mit 3 Kugeln. Wenn sogar noch Fehlschüsse eine Chance haben, wieder ins Magazin zurückzuwandern, hat man vielleicht sogar mal 4 oder 5 Kugeln. Allerdings weiß ich nicht, bei der Feuerrate, wenn man mal Breteds Rache damit vergleicht, ist die Feuerrate ungefähr 4-mal so hoch. Schwierig, schwierig, schwierig. Schlagkraft ist zwar der Wahnsinn, nutzt mir im PvP aber eigentlich nichts, weil Präzisionstreffer ist sowieso ein Kill. Von daher, schauen wir mal. Okay, zumindest mal eine gute Shotgun-Map. Rostland ist eine sehr gute Shotgun-Map. Zumindest kann ich da gut mit Shotgun spielen. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Probieren wir es halt mal. Wir werden schon keine Minuspunkte machen. Wir haben 376 Punkte. 374 Punkte. Schauen wir mal, was da so geht. Wir werden direkt wieder zum gegnerischen Punkt rushen und versuchen, Granatenkills zu machen, weil es bei uns ja nur darum geht, möglichst viele Kills zu machen. Es geht nicht darum, das Match zu gewinnen. Punkte zu machen für das Team. Auch, ja, gerne, klar, wenn es natürlich möglich ist. Kills machen ja auch Punkte. Aber vornehmlich wollen wir hier Kills machen. Keiner stirbt. Was ist denn los? Keiner stirbt bei den Granaten. Irgendwie funktioniert der Trick hier nicht. Ich weiß nicht, ob ich die Granaten falsch werfe. Das ist ein bisschen traurig. Ich denke, wenn ich 2 Granaten da reinschmeiße, müssen mindestens mal 2, 3 Gegner sterben, wenn da alle stehen. Oder fast alle. Aber die ist nicht, warum ist nicht Feuer? So, ich glaube, Munition aufgehoben. Einen haben wir schon mal. Jetzt sind wir tot. Ja, lol. Was machen die denn bitte? Das war gerade Lag aus der Hölle. Aber da haben sie ein Eis genutzt. Das würde ich sagen, mal sagen, dass das nice war. Mist. Nice, die Shotgun. Die ist echt gut. Die hat auch sicher. wenig Recoil. Die Stabilität dieser Waffe ist enorm hoch. Mist, Mist, Mist. Müssen wir weg. Ist doch hier irgendwo. Ha, das waren jetzt ein bisschen viele. Aber 5 Kills wollen wir nur mit Shotgun. Das schaffst du mit Breteds Rache nicht so schnell, weil da gar keine Gegner sind. Es wäre sowieso die Munition leer, von daher passt es. Können wir auch mal verkraften zu sterben. Zwar minus 2 Punkte bei 25, man tut noch 23. Das ist für die erste Phase schon mal ganz gut. Jetzt haben wir auch Schild ready. Probieren. Hat ja uns Epilog klärt auch. Wenn man den richtig gelevelt hat mit Stabilität und nicht mit mehr Munition. Ja. Das habe ich mich gerade gefragt, was das ist. War das Warlock Super? Ich habe es nicht genau verstanden. Wieso ist es nicht gecheckt in dem Moment, sonst wäre ich weggegangen. Aber das macht nichts, weil jetzt hat das nicht mehr. Jetzt machen wir nämlich unser Super am Spot.
Ja, die Granate kannst du mal versuchen zu werfen. Muss ich nur aufpassen, wenn er seinen Super macht. Da müssen wir rausziehen. Zone A, neu. Waffen des Lichts haben wir auch. Feind hat Zone C eingenommen. Hey, Master, kein Mut. Schwere Munition kommt. Jetzt kommt die schwere Munition, Leute, die müssen wir uns unbedingt holen. Da kommen aber Gegner. Krieg mal da mal eine Blockgranate hin, dass sie uns nicht sehen. Schwere Munition. Okay, jetzt haben wir 171 Schuss für dieses mega geile Maschinengewehr. Bin ich mal gespannt. Damit jetzt ein paar Kills hingehen. Ich hoffe, ich werde nicht gleich von Super gekillt. Jetzt noch Waffen des Lichts holen. Feind hat Zone B erobert. Was ist da denn los? Hinter uns schon wieder. Was denn wo? Was ist da denn los? Stimmt überhaupt nicht. Macht nicht so wahnsinnig viel Schaden, das Ding. Mist, hätten wir weggehen müssen. Ich dachte, ich krieg sie beide. War leider nicht so. Ja, schade. Die Waffe war mal besser, aber da muss man näher dran sein. Auf Reichweite, auf Distanz ist die echt nicht gut. Wenn man eher nah dran ist, dann geht die ordentlich ab. Gerade wenn man schnell Headshots macht. Ist die super gut. Wo sind die alle? Zone C neutralisiert. Zone A. Da kommt gar keiner. Es sah gerade auf dem Radar so, als würde der hier hochspringen. Mal eine Blockgranate geschmissen. Der Feind hat Zone A. Aber braucht man auch nicht unbedingt. Jetzt kommt da was. Shotgun nehme ich übrigens hier nur, weil ich direkt hinter die Wand gehe, wenn einer kommt. Ist keine gute Idee, auf Distanz mit der Shotgun zu schießen. Da ist er schon einer. Hoffentlich hat das mein Super. Jetzt wieder AFK. Den Hammer. Oh, hinter uns. Hinter uns ganz viele. Oh, Frick. Was ist denn da los? Zone A neutralisiert. Mist, aber geschossen hatte ich noch. Aber den habe ich nicht mehr gekriegt. Leider. Ey, wir verlieren. Was ist da los? Er hat 3200 Punkte. What? Der Feind hat Zone A erobert. Ist ja interessant. Verstehe ich nicht. Alter, die müssen mal helfen. Die müssen unbedingt denen helfen, dass sie nicht schon wieder sterben. Ha, Frick. Super ist natürlich stark. Ganz stark ist super. Kannst wenig machen. Brauchen wir aber auch nicht. Uns geht es nur hier darum, möglichst viele Punkte zu machen. Da kommt schon der nächste, den wir uns jetzt vielleicht mal holen können. Kurz verschwinden vom Radar. Schwere Munition kommt. Das ist nix. Das ist nix weg. Das ist gar nichts. Wo muss ich die schwere Munition? Kommt noch jemand? Vielleicht. Der da. Der kommt, ja. Da kommt noch einer. Top. Leute, top. Wenigstens mal drei Leute. Das ist schon mehr, als man sonst so sagen kann. Ja, war wenigstens mal meiner. Danke. Nicht, dass der mir jetzt wieder jemand klaut. Weg. Ich hab jetzt hier zu sterben mit Shotgun. Das ist mir zu übel. Super, okay, da kannst du nichts machen, aber Shotgun zu sterben, das ist zu schlecht. Besser noch. Raketenwerfer weg. Oder? Das sah so aus. Weiß nicht. Sniper war oder Raketenwerfer, auf jeden Fall geaimt oder irgendwas. Ist nicht genau sagen. Nur noch 5 Minuten. Was ist denn der Rest von denen? Ich hätte noch 12 Schuss leider. Nachladen und dann Waffen des Lichts mit MG.
Weg. Rein ins Schiff. In Führung. Da ist einer. Jäger super gemacht. Frick, ich hätte die Shotgun nehmen sollen. Ah, ich bin halt kein Shotgun-Spieler. Ich check's dann nicht, dass ich eigentlich Shotgun nehmen muss in dem Fall. Wirklich. Ich bin halt permanent Sniper oder vielleicht manchmal Fusionsgewehr. Weil ich spiele am liebsten hier Sniper, weil das echt Fun macht. Gerade weil die so schnell hüpfen und dann einfach an einem vorbeispringen versuchen und du damit das Sniper noch schnell einen Headshot machst. Das ist halt schon sehr viel befriedigender als mit der Shotgun irgendwas zu machen, was halt echt nicht so schwer ist. Mist, den einen wollte ich noch. Frick. Die Shotgun ist echt der Wahnsinn, wenn die mehr Range hat, dreifache Range, wie kannst du denn dann noch verlieren? Eigentlich gar nicht mehr. Geht gar nicht, kann man gar nicht verlieren. Unverlierbar. Führung verloren. Hä? Das ist doch wieder durchgelaggt. Das ist so ein Lagger, ja. Ey, war doch nirgendwo, ganz ehrlich. Hat sich von A nach B gelaggt und stand da hinter mir unsichtbar. Die sollte man echt kicken automatisch. Das ist echt lächerlich, was die machen. Guck, was er macht. Läuft durch. Fall unbesiegbar. Jetzt will ich mal C schon wieder. Schwere Munition kommt. Feind hat Zone C eingenommen. Diese störenden Leute, wenn man hier aufnimmt. Versteh's nicht. Warte, schwere Munition. Nein, warte. Jawohl. Ich wollte noch ein paar Kills machen. Oh, jetzt hat der da seinen super gemacht. Ich will weg. Ich weiß halt mal nicht, ist ein Teammate, ist ein Gegner, keine Ahnung. Aber ich will da nicht hin. Ich will nicht wieder von super gekillt werden. Ja, stirbt er wieder nicht. Was war das? Granat oder was? Weiß man nicht. Das ist nochmal schwere Munition, den nehmen wir gleich, nicht später. Das Spiel ist eh gleich vorbei. Ah, ich hatte den doch. Super, hat auch nichts genutzt, weil das bist du trotzdem tot. Jetzt haben wir 180 Schuss da verloren, die sich jetzt wahrscheinlich holt. Ein bisschen ärgerlich. Ich wollte eigentlich die drei Leute da killen. Komm mal einer her, ich hab waffenlos Licht, ich möchte gerne einen killen mit der Shotgun. Oh, wer blockt mich denn da von hinten? Der Feind hat Zone A erobert. Zone B ist. Weil wir unten drin stehen. Zone B ist sicher. Es sind endlos viele Gegner hier überall. Nur der Kampf bringt den Sieg. Also. Was ist denn mit dem? Stimmt der nicht? Zweimal genau drauf. Eine Minute. Das will ich mal echt halt. Ich hab 5000 Punkte. Keine Chance. Der erste von denen hat 6000. Das ist krass. Aber ich glaube, wir haben trotzdem gute Punkte für die Dorn gemacht. Mit 5000 Punkten. Komm, stirb halt mal. Einen Schuss weg, nice. Und ich habe gar nichts abgezogen, was? Das ist aber komisch. Ja, ich habe ihn ja gekillt. Also wir sind so getroffen. Beim nächsten Mal. Schauen wir mal gerade, wie viele Punkte wir machen. Wir haben 374. Dann schauen wir noch, was wir kriegen. Und dann würde ich sagen, es war eine gute Runde PvP. Kann sich keiner der Zuschauer jetzt wirklich so richtig beschweren? Na, vielleicht doch. Oh, guck mal, das ist fast fertig. 100 Punkte haben wir gemacht oder so. Nice. 25,5, nur Void Kills. Ha, wir kriegen das einzige, als einziger ein Engramm. Das hatte ich auch noch nie. Als erster was, das einzige was kriegen. Krasser Scheiß. Spielstatistik schauen wir uns gerade nochmal an. Was haben die so gemacht? 33 und 6 ist es. Bentasaurus Rex. Habe ich eigentlich nie gesehen im Spiel. Level 20. Nice, Mann. Ah nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte Spieler inspizieren machen. Nein, jetzt geht das nicht mehr zu. Ich kann nichts drücken. Xbox, ich kann nichts drücken. Es geht gar nicht mehr. Ich kann ja nicht inspizieren. Ist ja nice. Sehr merkwürdig. Warum geht denn das nicht? Kann man Spieler nicht inspizieren können?
Ja, aber da gehen wir jetzt immer raus. Nein, jetzt das Spiel wird bald neu gestartet. Aha, dann machen wir gleich rechtzeitig Schluss. Gucken wir mal noch kurz, was unser Bounty sagt. 470, 96 Punkte, Leute. Das ist mein zweitbestes Spiel mit der Dorn gewesen bis jetzt. 30 Punkte, ja, die holen wir uns gleich noch. Jetzt muss ich erstmal essen. Nice, nice. Nice, nice. Also bis dahin, dann danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Schwertbrecher ist nice, Leute. Holt euch diese Shotgun im Raid. Kriegt ihr, wenn ihr Crota besiegt. Eventuell mit einer Chance von 1 zu 5 oder so. 1 zu 6. Nice, nice. Ungelevelt schon sehr nice. Bis dahin. Ciao, ciao.